freuen. Ich weiß nicht, wer an Anfang macht, es ziemlich improvisiert. Ja, einfach an die Pyro-Gruppe ein kleiner Gruß. Wir drei Verrückten sind heute ein bisschen auf der Zündeltour. Der ist in den Wilden Osten gereist. Ja, was ihn dazu getrieben hat, weiß ich nicht. Am Tag der deutschen Einheit, um Devisen hier hinzubringen. Ach so, schön. Ja, würden euch einfach einen kleinen Gruß senden. Ja. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nö. Durch Zünden. Zünde. Gut, die Kaltflamme von Pyro-Web. Ich weiß nicht, wer die kennen. Was? Kalt schon? Oh, ist die kalt. Okay, Freunde, Pyro Raven am Start zusammen mit dem Thunder King, der Pyro Queen und natürlich dem Silvester Freak HD. Wem auch sonst. So, hier haben wir die Tubbies von CI4. Jo, ja. Komm, pack mal aus. So. Na, wieder die wunderschönste Plastikverpackung, das freut Greta. So. Gucken wir mal, was das hier ist. Ach du, eieiei. Oh, süß. Hier hat man ja schon wieder ein leichtes Polenböller-Feeling, aber gut. Ja, na denn. Gucken wir uns die mal an. Einfach alle weg. Löbt. Bitte. Da fangen wir an hier mit Grün und Gelb. Jawohl. Oh. Oh. Für die kleinen Töpfe gar nicht so schlecht. Zumindest haben sie funktioniert. Und jetzt rot und blau. Ups. So. Ah, das ist doch schon ein bisschen besser als das, was man von Weco gewöhnt ist. Ja, geht klar. Kaufempfehlung. Sehr schön. Tropic Watt? Tropic Butterfly. Oh, oh, schön. Ja, großartig. Geil. Also, Deckel kriegt das Ding. Die sind gut. So, was nehmen wir denn jetzt? Was haben wir denn hier noch Schönes? Wie wär's mal mit einem Pyropanzer? Jo, habt gerne. Ihr Bock? Ja, gerne. Pyropanzer? Komm. Ja, na denn? Lego Pyrotech, ne? Sieht doch die letzte Runde auf dem Markt haben, oder? Hä? Ach, okay. Wow, Freunde, das war F2. Schön! Die sind richtig gut. So, dann haben wir hier mal die Tropi von Tropic. Praktisch Bienen mit Crackling drin, aber in F1, ich überlasse in F2. Na, schauen wir mal. Okay, machen wir weiter runter. Nice. Der eine hat auch nicht gequackelt. Ja. Nee. Das Crackling. Machen wir den Rest noch? Okay, na dann. Wenn die aktuellen sind, dann haben die hier ein großes Crackling. Wow. Boah, nicht schlecht. Ja, von Nico. Aktuell sehen immer noch so aus wie vor 40 Jahren. Nico, nicht wahr? Blau und Gelb 18. Haben wir. Nico, ehrlich da. Also, was ist denn das? Ich würde sagen, da hast du dich beim Kauf ganz schön geirrt. Ja, schon. Deshalb heißen sie auch Irrlichter, nicht wahr? Ich würde auf die Geburtstagskarte machen. Die Torte machen.
Na, da ist wenigstens ein bisschen blau drin. Aber auch schwach. Ach hey. Aber hier funktionieren sie wenigstens alle. Bei mir sind nicht mal alle gezündet. Heftig für Cut 1. Oh, gut. Wie wär's denn hier mit den Ojos Locos? Ja, von CL4. Hat jemand Bock? Ja? Ja, mach mal. Gucken, ob die Cracking-Hose haben. Ja, irgendwas haben sie. Hoffe ich zumindest. Ja! Oh! Oh. Alter. Boah, nicht gut! Schlecht. Das erinnert ja fast an Punkte. Ja. Haben sie gerechnet, aber. Ah, dreht sich. Ja, der hängt ein bisschen, ist aber egal. Alter. Schön! Ah, wie schossen! Inklusive Selbstvernichtung. Das war Cut 1? Ja. Die ARS Schmetterlingsfontäne. Jo, das ist schon müßig angeritzt da am vorhin schon. Ja, ja. Schmetterlingsfontäne habe ich auch noch nicht besessen. Nee, kannst du nicht rausnehmen. Ach so. Kannst du nicht rausnehmen, das ist so eine Kartonfontäne. Scheiße. Ah ja. Ah ja. Das war viel über den Artikel auch erfahren, danke. Gucken wir mal. Nee, nee, das. Ob die auch an die. Damals von Komet, glaube ich, waren, dass wir mal rankommen. Von Nico. Nico, gab's die auch, ne? Heute. Ja. So, und danach packt man die wieder zusammen und bringt sie zum Verkäufer zurück. War nicht drin. Genau, hat nicht funktioniert, war kaputt. So. Okay, machen wir so. Ne? Silver Canic Fountain von Happy Crackers. Super. Wer auch immer dahinter steckt. Darf ich mal kurz gucken? Das Cafferata. Ei, ei, ei. Ja. Cafferata. Fuhle weg. Jo. So, na dann, bitte. Bundesammelsurium gibt es ja einmal aus hier. Ach, haben wir hier schön. Ein paar alte Graulunden von Nico. Und dann machen wir mal hier noch von Lessie hier so eine ältere Charge der, was haben wir hier, die Moonshine. Auch schon 2-3 Jährchen alt. Und danach haben wir noch einen Vesuv von Keller. Jawohl, Vesuv. Ach, und noch ein Flitzerfeuerstein von Weko. Klassiker. Ja, lass den zum Schluss machen. Komm mal, wo wir mal aus bei dem Flitzerfeuerstein. Krass, Teil. Das ist natürlich Premium-Ware. Ja, das ist. Ich gehe mal lieber ein paar Schritte zurück. Oh ja, sollte man. Ja. Oh. Ein wahrer Orgasmus. Und der Silvesterfreak ist auch schon wieder am Zündeln. Oh, was macht er Schönes? Eieiei. Schön. Vier von den schönen Graulunde. Von den Graulunden. Gold-Eskalation. Der Trick ist eigentlich, man muss die werfen, wenn sie denn funktionieren. Ja gut, bei dem Untergrund. Wieso das hier der Untergrund? Ja. Ist ein Haar im Acker oder was? Natürlich. So. Wiedersehen. Ja, okay. Wenn man eine schöne glatte Einfahrt hat, einen haben wir hier noch. Ist ein bisschen verkrüppelt das Ding, aber gut. Na, das ist das Problem mit den Graulunden, ja. Und der macht auch einen Abgang. So, flinke kleine Teile, sehr schön. Tritt da den Vesuv nicht um. Was? So, von Lessie, wie gesagt, schon 2 Jährchen alt oder so. 2-3 Jährchen. Okay. Die Moonshine. Boah,
geil, Alter, das hört ja gar nicht mehr auf, ey. Fettes Crackling? Ja, richtig fett. Und dann jetzt zu guter Letzt hier noch den Keller Vesuv. Beziehungsweise Komet ist ja auch Klassiker. Ja, wollen wir jetzt ein. Aber auch an der Seite durchgebrannt. Aber auch gar nicht schlecht. Jo. Ne? Gar nicht so übel. War noch gar nicht mal so teuer damals. Wir könnten ja eigentlich eine neuere Moonshine machen, vielleicht als Kontrast. Jo, genau, klar. Jo? Jo? Aber sehr gerne. Alles klar. Ich glaube, das Design hat sich auch geringfügig verändert. So. Ein bisschen höher. Sehr schön. Sehr schön, aber das Crackling ist wesentlich leiser, ne? Das stimmt. Aldi aus Holland, aus dem Aldi hier. Ah, okay. Ach, die Knetterking. Nein, das sind genau dieselben. Ach, Powerfontein, ne? Die Knetterking waren ja noch. Jetzt geht der noch an. Oh nein. Das ist mal wieder. Ist das gelb? Ja, das ist gelb. Beides gelb. Beides gelb, ja. Nein, mach mal erstmal hier. Jetzt gibt's einen Knetterking. Nein, ist kein Knetterking. Nee? Noch schwächer. Hm. Für zwischendurch doch immer mal wieder ein Set. Yo. Einfach mal vom Balkon runterhalten, ist ein Fenster. So, komm, nochmal aus dem Fenster. Raus damit. Oh, gar nicht so schlecht, oder? Das ist ja gut, ne? Da freut sich die Nachbarschaft. Ja, schönes Video. Da runterschmeißen auf den nächsten Ball. Nein. Wir sind doch keine solche Leute. Nein, nein, sowas machen wir nicht. Natürlich einfach in der Hand zu halten. Ja. Die Anforderung ist mal wieder grandios. Für 1 Euro die 10er Packung kann man sich mal machen. Ja, geht klar. Schöne Farbe auf jeden Fall. Ich glaube, der Silvester Freak HD bereitet da gerade was vor. So, gleich mal auf den Weg. Ring of Fire quasi. Ein Ring aus Feuerringen. Sehr schön. Und 100 Diener von dem Laden hier. Jo. Soll ich runterfahren? Mhm. Oder mach du? Einmal nochmal Graulundenvernichtung. Juhu! Oh. Hör mal, mitten in die Klöten, oder? Ja, genau, rein da. Mitten rein. Gut gezielt. Alles klar. Lebst du noch? Ja, ja, alles gut. Also, noch haben sie sich nicht nach innen verzogen. Wir haben so ein Bengalfeuer. Oh, wir haben ja noch ein Bengalfeuer. Ja, mach mal, mach mal. Der ist doch schön. Das können wir doch mal, ne? Was hast du denn? Funke Bengalfeuer in Gelb. Ich hab die noch nie gehabt, immerhin. Eieiei, das ist doch mal, da kriegt man doch die direkt wieder und ein spitzes Höschen. Jo. Sind die noch in P1? Also ja. Eieiei, schöne Sachen. Ich mach ja, das Ding geklaut. Ich klau doch nicht, du. Das sind doch.
wie man sieht, nur nette Leute hier. Oh, stimmt. Ja, die sind gut. Ja, die sind nice, nice. So, Funke Bengalfeuer, gelb. Das hat doch Style. Ja, ich hoffe mal. Alter, für die Bäume an. Aber ohne Ende, ne? Ja. Ist aber schon ein Unterschied zur, zur bunten Flamme von Xplode. Ist die gerade abgegangen? So, Kreise von Komet. Nein, doch manchmal. Ja, kreiselig, ne? Schwach. Schwach kreiselig. Aber zu unterletzt. Ja, ja. Hm. Haben auch schon bessere Tage gesehen. Waren alle, ja? So, immer schön den Müll zusammensammeln. Wir genau, sind ja vernünftige Pyros, nicht? Jorge JF02 in Blau, drei Stück. Achso, brauche ich mal kurz. Vielleicht sei solchen selben aus. Ja, kannst du machen. Na hier, ne? Die haben wirklich einen schönen Effekt, ne? Ja. Schön ruhig. Die crackeln auch nicht. Boah, Brennbau auf Ohrenschicht? Ja. Brennpower nicht Bauer. Brennpower ist aber auch okay. Brennpower, nein. Auch für die mit etwas angeschränkteren Nachbarn zu haben. Da haben wir jetzt rot. Ah, wunderbar. Einfach ran da. Aus dem Bild. Oh, schönes Titan. Auch nice. Obwohl mir die blauen persönlich besser gefallen. Sehr edel insgesamt. Ja. Ich muss mal scheißen schon die ganze Zeit. Was? Ja, dann geh doch. Ich hätte einen Überraschungsvulkan, der kann dir den Weg leuchten. Bengallicht rot und Bengallicht silber. An sich Figurenlichter für Feuerherzen oder dergleichen. Genau. Einfach oben auf die Zündfläche drauf. Beste Grüße an Freaky 1973. Vielen Dank dafür. Er hat sie mir mitgebracht zum Testen. Zum Testen. Machen wir mal den Silbern gleich dazu. Ja. Oh. Sehr schön. Oh, schön. Oh, das ist Ruhe liegt. Das gibt eine Anzeige. Fällt doch nichts runter. Ne, passt. Das kann man auch als Tortensprüher gebrauchen. Ja, schön, auf jeden Fall. Ist auch T1 Indoor-Feuerwerk. Ja. Sehr schöne Brenndauer. Oh ja. Die hört gar nicht mehr auf, ne? Und das Kaltpumpen? Wir kommen morgen wieder. Dann kannst du durchpassen. Ja. Freaky 1973, vielen Dank dafür. Sehr nice Teile. Jo. Ja, noch richtig Premium-Zeug. Oh.
Flashlight, die oh aktuellen, ja. Oh nein. Bei der Pyro Queen eine neue Rage gefunden natürlich. Also beste Qualität aktuell in F1. Alles klar. Mal gucken. Kann ich machen. Ja. So sicher? Ja, ich kann's machen. Ich muss nicht in den Haus, muss ich kalt mitnehmen nach oben. Du musst halten. Immer nicht. Du musst aber so halten, ja, und nicht in das Auto, sondern. Hey! Ja, sehr schön. Das war gut. Danke an Freaky 1973 mal wieder. Ala, Katan, Cracklink, Kondlongen. Oh, guck mal. So, nochmal. Jo. Katan, Crackling. Cut 1, ne? Wow, wow, wow. Herzlichen Glückwunsch, da. Mhm. Kommt der zweite direkt hinterher. Oh, und da ist der Silvesterfreak auch wieder. Jo. Wir haben auf dem Video gesagt, du bist mit dem Hund unterwegs. Wir wollten dich jetzt nicht. Das schneiden wir jetzt natürlich raus. Oder auch nicht. Mal gucken, was die bärtige Frau vorhat. Jo. Machen wir hier nochmal drei Fontänen zusammen. Haben wir die Bonsai-Fontäne. Und das ist die Smooth Spark. Genau, und die Moonshine. Fangen wir an. Schöner Effekt. Dann haben wir nochmal diesen Smooth Spark. Viele kleine Rauchringe. Jo. Krass, macht Funke Konkurrenz. Ja. So, dann haben wir noch die Bonsai hier. Die Bonsai. Ja, welche ich finde ein sehr schönes Design haben. Eigentlich. Ja. Ups, die steht mal wieder schlicht. Die ging aber schnell. Die hat es mal wieder durchgelegt. Ja. Soll wohl schon öfter passieren. Aber dafür ein schöner Effekt. Kann man nichts sagen. Da hat es den Gipsbrocken unten rausgehauen. Jo. Kannst du durchgucken. Jetzt auch mal testen. Schönes Bengalo H50. Pyroweb. Kaltflamme in grün. Alles klar. Spuckt auch wieder sehr doll. Ja. Aber ein sehr schönes Grün. Kräftige Farbe. Ja. Und sehr hell. Auch dafür, dass es Kaltflammen drin ist. Wir machen auch recht viel Rauch. Mhm. Wow.
Sehr geile Brenndauer auch. Ne? Ja. Da kannst du echt nicht meckern. Schön. Nico Roth, nicht wundern, Banderole ist abgefallen bei der ranzigen Verarbeitung. Ja, das passiert ja immer bei denen. Ich bin ja froh, dass der Bengalsatz festgeklebt war. Yeah. Das ist aber auch eine Farbe, ey. Sehr schön, ja. Ist das lila, kann das sein? Es sieht eigentlich ziemlich rot aus, also finde ich jetzt zumindest. Aber ich habe zu lange in die Grüne geguckt. Ja, oder vielleicht bist du farbenblind und weißt es noch nicht. Aber die waren schon mal besser. Ja. Die hatten schon mal eine stärkere Bengalflamme. Ja. Na, für F1, klar. Ist vollkommen in Ordnung. Geht klar. Gut, Freunde. Und dann hätten wir zum krönenden Abschluss, ich weiß nicht, ob der krönend ist, aber zumindest zum Abschluss, die Torpedo 7-Schuss Bombettenbatterie von Helios. Ja, und wer hat Bock? Jo. Hast du? Komm, ich schmelz mal auf. Ja, das machen wir. So, erinnert an die dicke Bertha von. Ja, ist es ja auch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also, aber mal. Eher ruhig. Oh. Oh, du hast abgeschossen. Ja. Wunderschön. Jo, Freunde, das war unsere Herbst-Zündeltour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Peace. Das sind alles Outtakes, ja? Ja, natürlich sind das alles Outtakes. Ah, ja, ist so. 90% dessen, was wir machen, sind Outtakes. Ja, so. Auch. Naja, praktisch, da kommt ja einfach der Effekt raus. Kleiner Nachtrag, genau. Das sind die Bombetten, die dann runtergefallen sind. Jo, hier recht kleines Loch. Halt hinten einfach eine Pappkappe drin, damit das halt vorne rausstößt. Wenn man die weiter zumachen würde mit Gips oder so, dann würden sie natürlich nochmal explodieren. Und ja, die kriegt man auch gerne mal auf den Kopf. Ja, hätte fast passieren können. Ja. Aber gut, man hat sie überall runterfallen hören. Sehr schön. Super Turbo Rosa von AS. Super Turbo Rosa, das klingt auch irgendwie... Das klingt irgendwie geil, oder? Super Turbo Rosa. Ja, also ich bin eigentlich auch der Meinung. Und ja, was soll ich sagen? Die ganze Sache hat halt eine NM von... Kann ich gerade nicht sagen, ist mir auch scheißegal, weil wir die jetzt aufgehen und zünden. Interessiert auch keine Sau, oder? Genau. So, und wie es sich gehört, alles schön entsorgen. Abschließende Worte, Müllammer ist voll. Jawohl. Na ja, fast voll, halb voll. Sieht nach einer gelungenen Tour aus. Ja, ich denke auch. Genau. So, und keiner deabonniert Pure Raven. Ja, sonst gibt's direkt Dresche, ne? Ja. Das war scheiße.